Heutzutage statten Nutzfahrzeughersteller ihre Lkw mit immer mehr elektrischen Funktionen aus, um den Komfort in der Fahrerkabine zu verbessern. Aufgrund der steigenden Anzahl an elektrischen Verbrauchern wird eine größere Energiemenge benötigt. Besonders nach Übernachtungen führen diese zur tiefen Entladung der Batterie. Dazu kommt, dass die Voraussetzungen für ein vollständiges Wiederaufladen der Batterien häufig nicht mehr gegeben sind. Das führt dazu, dass herkömmliche Batterien extremen Belastungen ausgesetzt sind. Das Ergebnis: eine steigende Anzahl an Batterieausfällen. Weiterer Druck auf die Hersteller entsteht durch aktuelle Richtlinien. Laut EU-Vorschriften müssen die Abgasemissionen von LKWs bis 2025 um 15% und bis 2030 sogar um 30% reduziert werden. Diese Entwicklung zwingt die Hersteller dazu, neue Antriebstechnologien auf den Markt zu bringen. Eine der größten Herausforderungen für LKW-Hersteller sind die neuen Regelungen zur CO2-Emissionen-Regulierung bis 2030. Aus diesem Grund werden vermehrt Spritsparfunktionen wie Spiegelkamerasysteme als auch Passivboost-Systeme eingesetzt. Spiegelkamerasysteme reduzieren den CW-Wert und haben dadurch einen positiven Einfluss auf den Spritverbrauch. Passivboost-Systeme hingegen entkoppeln die Lichtmaschine, damit mehr Kraft auf die Rädern vorhanden ist, um Bergauffahrten und Überholvorgänge schneller abzuschließen. Obwohl die Systeme sehr unterschiedlich sind, haben sie zwei Gemeinsamkeiten. Erstens, sie reduzieren den Spritverbrauch und damit CO2-Emissionen. Zweitens, sie sind eine zusätzliche Belastung für die Batterie. Gerade bei dem Passivboost-System, wo die Lichtmaschine entkoppelt wird, wird die Batterie nicht nur nicht geladen, sie muss auch die elektrischen Verbraucher weiter mit Strom versorgen, wie das GPS, Navigation, Fahrerassistenzsystem. Konventionelle Batterien quittieren diese zusätzliche Belastung durch eine sehr stark reduzierte Lebensdauer. Aus diesem Grund sind die Lkw-Hersteller auf uns zugekommen, um zusammen eine Batterietechnologie zu entwickeln, die diese Herausforderung meistert und auch eine Lebensdauer von über 2 Jahren und mehr gewährleisten kann. Die Einführung neuer Technologien durch die Hersteller erfordert Vertrauen, um Flottenkunden zu überzeugen. Denn heutzutage erwarten die Flottenbetreiber hohe Zuverlässigkeit von ihren Fahrzeugen und deren Ersatzteilen. Daher vertrauen die meisten Flottenbetreiber auf verschiedene Erstausrüstungsmarken, um potenzielle Risiken durch Schwachstellen in den einzelnen Fahrzeugmodellen zu minimieren, Ausfallzeiten zu vermeiden und eine Optimierung der Gesamtbetriebskosten ihres Fuhrparks sicherzustellen. Neben den Gesamtbetriebskosten gibt es noch einen weiteren entscheidenden Aspekt für die Zuverlässigkeit von Fuhrparks: den Komfort der Fahrer. Die Suche nach qualifizierten Fahrern ist für die Flottenbetreiber in ganz Europa zunehmend schwieriger geworden. Für eine erfolgreiche Mitarbeitergewinnung müssen die Flottenbetreiber ihren potenziellen neuen Teammitgliedern die neuesten und bestausgestatteten Fahrzeuge anbieten. Die stetig wachsende Anzahl an elektronischen Geräten und neuen Antriebstechnologien veranlasst, dass auch die Batterie mitwachsen muss. Aus diesem Grund sind unsere Kunden auf uns zugekommen, damit wir gemeinsam eine Lösung entwickeln. So entstand die neue AGM-Batterie für Lkw und Busse. Wir bei Clarius haben zusammen mit den führenden Lkw-Herstellern die Varta Promotive AGM entwickelt. Aber was bedeutet das, zusammen entwickelt? Zusammen haben wir uns den Stromverbrauch moderner LKWs angeschaut, analysiert und daraus neue Labortests und Spezifikationen entwickelt. Unser Know-how und unsere Erfahrung im Bereich Pkw-AGM und Lkw-Batterien kamen uns dabei zugute. Nachdem alle Labortests bestanden waren, wurde die Batterie in Fahrzeuge eingebaut, um die Realität abzutesten. Ergebnis: die Varta Promotive AGM gewährleistet volle Funktionalität, Startsicherheit und lange Lebensdauer. Aus diesem Grund verbrauchen unsere Kunden heute die neue Truck AGM-Batterie in ihren Fahrzeugen, um auch ihre Kunden mit Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zufriedenzustellen. Die Fahrer können sich zu jeder Zeit auf die Komfortfunktion verlassen und gut erholt in den nächsten Arbeitstag starten. Dabei hat die Truck AGM eine Lebensdauer von 2 Jahren oder länger, was den Erwartungen unserer Kunden entspricht. AGM steht hierbei für Absorbent Glass Mat und bedeutet, dass der Elektrolyt in einem Glasvlies gebunden ist, so ähnlich wie Wasser in einem Schwamm. Diese Technologie ermöglicht es, dass die Batterie mehr Energie abgeben kann bei gleichzeitig erhöhter Ladeakzeptanz. Das heißt, diese Batterie wird innerhalb von wenigen Stunden wieder voll aufgeladen. Des Weiteren haben wir verschiedene Fixierungselemente in dieser Batterie verbaut, um die mechanischen Eigenschaften zu verbessern. Somit erfüllt diese Batterie die höchsten Vibrationsanforderungen am Markt und ist für den Verbau an der Hinterachse geeignet. Die Varta Promotive AGM vereint Wirtschaftlichkeit,
Sicherheit und Zuverlässigkeit in einem Produkt. Erfahren Sie mehr über AGM. Optimieren Sie Ihre Flotte. Melden Sie sich jetzt für das Warta Flottenprogramm an.